Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Little Farmer. Ja, heute gibt es wieder ganz entspannt Little Farmer. Als erstes müssen wir jetzt den Hänger versorgen. Der kommt in die eine Garage hinter unten, irgendwo in dem Eck drin. Muss ich gerade schauen. Das ist da, genau. Ja, da haben wir noch Platz. Da habe ich eigentlich vor, nachher die Heuballe reinfahren. Da stellen wir kurz den Hänger in, dann ist der versorgt. Ah, da ist die Ballgabel, dann nehme ich den kurz. Und was wir als nächstes machen, das werdet ihr gleich erfahren, da sage ich jetzt mal noch nichts mehr. Es soll noch ein bisschen spannend bleiben. Ich werde jetzt erstmal den Ballenwagen in die Halle bringen. Da müssen wir mal schauen, habe ich den gemietet oder gekauft? Ich glaube, gemietet. Ah, den lassen wir aber mal nur gemietet. Ja, Geld ist jetzt gerade nicht so rosig. Also müssen wir schauen, ein bisschen verdienen. Okay. Dann versorge ich den kurz und dann sage ich euch, was wir als nächstes machen. Es wird auch wieder, ja, ich denke mal, sehr interessante Sache. Darauf habe ich jetzt keine Antwort von euch gekriegt, sodass ich mich entschieden habe, ja, ich mache das. Ist für euch ein bisschen interessant, ist für euch interessanter. Schaue. Ja. Mit dem Rangierer habe ich es heute nicht. Okay. Ja, da könnte man sogar nebendran noch was hinstellen. Stell den mal. Was ist da hinter der Treppe? Okay. Mal ein bisschen vorstellen. Okay. Jo. Mir wäret heute, sage ich euch kurz, auf dem Platz 5 Baumwolleernte. Ich habe das noch nie gemacht. Ich habe ja bis jetzt noch keine Antwort gekriegt. Ja, ich möchte es einfach jetzt mal machen. Ich habe noch nie Baumwolle geerntet. Und Baumwolle habe ich jetzt mal geschaut. Die bringt richtig, richtig Geld. Also da sind wir jetzt bei 2320 Euro und der Preis steigt immer noch. Das heißt also, ja, da kommt richtig was rüber. Wenn man da sieht, die ganze Sonnenblume, Mais, das ist gerade mal bei 1500, 1700 Euro, aber da fällt der Preis schon wieder. Da bei 1255, ja, ihr seht, das sind, da kann man richtig Geld machen. Ich habe mich jetzt entschieden, dass ich Baumwolle ernte. Da braucht man zwar Geräte dafür. Ich fahre den jetzt mal darüber. Den brauchen wir jetzt gerade mal neu. Ja, den lasse ich jetzt mal einfach da stehen. Ja, ich denke, da steht doch gut. Okay, dann brauchen wir als erstes mal Baumwolltechnik. Also, hier wird uns den Mieter. Gibt's GPS? Ne, das machen wir mit Curseplay, den mieten wir uns als erstes mal. Ja, schreibt jetzt mal in die Kommentare, sollen wir ab und zu mal Baumwolle ernten, einfach nur mal richtig, um nur mal richtig Kohle zu machen. Weil Baumwolle bringt halt richtig, richtig Geld. Und ja, das Geld brauchen wir. Ihr seht, die Felder sind nicht billig, also boah, da müssen wir ganz schön Geld verdienen.
Dann schauen wir mal bei der Hänger. Baumwolltechnik, genau. Ja, der nimmt ein Balle, das ist schon mal nix. Der nimmt zwei Balle, Quaderballe. Der nimmt vier Balle, Rundballe. Und der nimmt zwei Balle, Quaderballe. Ah, da muss ich jetzt warten. Ich weiß jetzt, ich preis der Quaderballe oder Rundballe. So muss ich jetzt schauen, wenn ich das Feld abernt, dann können wir uns ja immer nur entscheiden, was wir nehmen. Zappen wir mal kurz hin. Das mit dem Hinzappen, das soll auch. Ja gut, ich kann eigentlich da vom Hof rüberlaufen. Es ist halt kein weiter Weg. Aber das soll auch ein Ende haben, weil ich will mir jetzt auch bald ein Pickup kaufen. Aber da muss ich noch schauen, was ich mir da nehme. Okay, dann düsen wir mal zum Platz 5. Der ist da um die Kurve rum, genau. Okay. Schauen wir mal, wie lange man braucht. Ich werde so machen, wenn der einen Baumwollballe presst hat. Ich weiß auch nicht, mache ich da damit Gewinn? Habe ich nachher mehr Geld auf dem Konto oder mache ich Verlust? Ich weiß auch selber gar nicht, wie viel das da rüberkommt von Baumwolle. Ernte ich da das ganze Feld und habe nur ein Balle oder ernte ich das ganze Feld und habe nachher 20, 30 Balle? Ich kann es euch echt nicht sagen. Ich habe noch nie Baumwolle geerntet. Das ist für mich jetzt heute das erste Mal im LS, dass ich Baumwolle ernte. Und ja, das wird mich echt mal interessieren, was da rüberkommt. Oh. Habt ihr das gesehen? Wir haben nichts gesehen. Ihr habt auch nichts gesehen. Okay. Dann klappern wir mal die ganze Geschichte da aus. Okay. Oh, sieht schon mal schön aus, wenn das ausklappt. Ist es mal was anderes? Baumwolleernte. Wie klappt da das hinter aus? Und die Maschine senken. Okay. Ah, der klappt es wahrscheinlich. Ich habe es jetzt mal eingeschaltet, da müsste hinten wahrscheinlich auch das Förderband aufgehen. Okay, wahrscheinlich klappt das Förderband nur auf, wenn ein Balle fertig ist. Alles klar. Dann speichern wir mal einen Kurs. Du bleibst jetzt da mal schön. Grad. Okay. Wir müssen ein bisschen auf der Feld, aufs Feld fahren, damit wir den Feldrandkurs berechnen können. Feldrand, das war Feld, was habe ich gesagt, gehabt? 5, okay. 5. Feldrandkurs überschreibe, okay. Kursaufzeichnung, nein. Das will ich nicht so. Kurz ausmache. Warum nimmt er mir jetzt wirklich den Fading-It an? Warum?
ist die Banane gekommen. Kursgenerierung, genau. Okay, dann stellen wir den Kurs ein. Das ist Platz 5. Aktuelle Fahrzeugposition. Startrichtung automatisch. Okay, okay, okay. Vorgewende rundherum. Ach komm, dann machen wir dreimal, damit ein bisschen Platz ist im Uhrzeigersinn. Vorgewende Bahne soll er anfangen. Okay, okay. Die Überlappung 7%, die lassen wir auch mal drin. Feldrandkurs generiere. Okay. Das heißt also, der fängt ganz da drüber an. Mir stehe jetzt da oben. Okay, komm. Abfahrer einstelle, wird er dann schon richtig machen. Warte jetzt da. Ich habe noch den Kollegen da eingeschaltet. Doch, der erntet. Okay. Habe jetzt gerade gedacht. Ach, da bleibe die Pflanze stehen. Okay, okay. Ja, okay. Ja, wie gesagt, das ist für mich das erste Mal. Oh, da kommt aber gar nichts rüber. Wenn das alles ist jetzt schon, haben wir 2%. Oh, okay. Ja, ich glaube, da machen wir kein Plusgeschäft. Ich glaube, da machen wir eher Minus. Ist jetzt schon so, das machen wir jetzt den Ball oder zwei Ball oder keine Ahnung, wie viel das da rüberkommt. Den verkaufen wir halt. Mein Gott, ist halt jetzt so. Ja, der Curseplay kostet auch Geld. Okay, den lassen wir da jetzt mal seine Bahn jetzt hier. Ich brauche auch jetzt so sauber Seite, rasch wird untergehobert. Also da kommt echt nichts rüber. Okay, dann zappen wir zurück zum Hof. Jetzt kann man schauen, wie lange braucht denn der? 42 Minuten, okay. Springen wir mal rüber zum Hof. Genau, Sonnenblume. Ich glaube, wir fangen gleich an auch mal mit Sonnenblumenernte. Und zwar nehme ich da einen Vorführer. Einen Vorführdrescher. Genau, da gehen wir mal zum Shop. Da schauen wir mal, was wir so Schönes an Drescher haben. Dann soll der gleich mit der Sonnenblume auch anfangen. Okay, wir haben den Rotzelmarsch und wir haben den Massey Ferguson und den John Deere. Der kostet schon 265.000 Euro. Ich nehme mal den Rotzelmarsch mit dem Gebiss zum Sonnenblumenernte. GPS brauchen wir keins. Den mieten wir uns. Okay. Und dann gehen wir zur Maispflückerübertechnik Schneidwerke. Ja, ist schon nicht. Maispflücker, genau da. Ah, jetzt muss ich gerade schauen, welcher passt da dran. Natürlich mit 3,40 Meter möchte ich nur rumgucken.
Sollen wir schon mal diesmal was Größeres sein? 6 Meter, nein. Ah doch, 3,40 Meter, das von John Deere passt nicht. Dann machen wir das mit 3,40 Meter. Das müsste eigentlich, ja, Nova 330, okay, das passt. Dann gehen wir Details mieten, okay. Okay, dann schicken wir den auf der andere Platz, der soll Sonnenblume ernten. Ja, wir müssen gucken, dass wir jetzt so einen Teil Frucht verkauft kriegen. Das Geld wird echt knapp, so langsam. Ich muss auch schauen, dass ich den Drescher vor dem Ende von dem Tag wieder verkauft kriege, dass er mich kein zweites Mal Leasingkosten kostet. Leasingkosten kostet. Okay. Wir müssen jetzt auf der Platz 20 war das, glaube ich. 27, okay, wie fahre ich da? Fahre ich da an der 20 hoch und darüber, okay. Was steht da noch? Ah, den Radlader müssen wir auch noch zurückholen. Okay, der steht ja auch noch am Feld. Da fahren wir gerade da hoch. Ja, da fahre ich gleich hin rum. Genau. Modmäßig habe ich jetzt nochmal einige Sachen draufgenommen. Allerdings muss ich das auch noch Testspielstand ausprobieren, ob das so funktioniert, weil ich möchte einfach versuchen, dass es auf der Hauptkarte keine Probleme gibt mit irgendwelche Mods oder sonst irgendwas. Das wäre echt schade, wenn uns die Karte abstürzt, wo wir jetzt unser Projekt drauf spielen möchten. Ja, da habe ich noch welche draufgenommen. Jetzt mal schauen, wenn alles funktioniert, dann werde ich die auch draufnehmen. Mit dem VCA-Mod, da muss ich noch ein bisschen warten. Da muss ich noch einige Sachen ausprobieren. Das ist ja ein sehr komplexes Thema. Also, da gibt es wahnsinnig viele Sachen zum Einstellen und Machen. Also, das ist echt Wahnsinn. Und da möchte ich erst schon einige Sachen ausprobieren. Ich kann euch auch wirklich neu sagen, nehme ich den drauf oder nicht. Okay, da fahren wir auch mal ein Stück rein. Feldrandkurs berechnen. Welt 27. Okay, ah, okay, muss ich halt so machen. 27 Feldrandkurs überschreibe. Okay, Kursgenerierung ist auch wieder gleich wie vorher. Das ist Feld 27. Ja, genau. Aktuelle Fahrzeugposition, das ist Uhrzeigersinn, genau. Deaktiviert. 3,50 Meter, das passt. Ja, okay, passt. Vorgewendete Bahnen, da machen wir auch 3 Stück, weil das ist ja nur 3,50 Meter, das ist nichts. Uhrzeiger sind ja, vorgewendete Bahnen anfangen, jo, weich, 7% hoch, runter, passt. Okay. Dann soll der Kollege da auch loslegen. Ja, ich bin mal gespannt, wo der hinfährt. Er fährt, glaube ich, an die andere Richtung. Okay, ich glaube, der fängt da an.
Wie du mich verarsche oder was? Kann ja wohl die wahr sein, dass der jetzt da um den kompletten Platz rumfährt zum Anfangen. Da muss ich jedes Mal. Aber das war auch noch nie so, dass ich jedes Mal Schneidwerk senken muss und einschalte, dass er anfängt zum Abernten. Muss ich nochmal in der Einstellung gucken. Okay, normal hat er das immer so gemacht, dass er absenkt und Maschine automatisch einschaltet. Und der startet eigentlich da vorne an dem Punkt. Ist es auch egal. So weiß ich jetzt. Einstellen. Oh, das fängt wieder gut an. Ist der schon wieder für ein Problem? Ist der am Baum hängen geblieben? Nö, ist halt. Doch. Ah, der blöde Ast, okay. Also der ist an dem blöden Arsch da hängen geblieben. Abfahr einstellen. Jo, jetzt macht das. Okay. Alles klar, dann soll der da seine Bahn ziehen. Genau. Dann schauen wir mal nochmal kurz zum Curseplay auf dem Feld, wie weit der ist. Ah, oh Leute, da kommt gar nichts rüber. Das heißt also, ich habe da mit Minus Geschäft gemacht. Okay. Also, na gerade mal schauen, wenn ich schon in der Maschine bin. Ertrag. Ja. 50% Wachstum. Ja, gut, das ist 50%, aber. Wenn wir 100% Ertrag haben, haben wir auch viel mehr. Ja gut, da haben wir eigentlich das Doppelte, kann man sagen. Da machst du jetzt so, warum schneidest du halbe Bahn? Achso, das war das Vorgewende. Okay. Der macht jetzt die Spuren, alles klar. Ja, also, wir können jetzt nochmal probieren mit 100%, ob da mehr Ertrag rüberkommt, aber na, ich weiß es nicht. Okay, Hauptsache abgeerntet und wir wissen, dass da nicht viel Ertrag rüberkommt. Wir schauen jetzt mal in die Liste mit der Frucht, was man verkaufen könnte. Okay, die zwei Preise steigen. Da sind wir bei 561. Ansonsten haben wir nichts. Also wir haben die drei Fruchtsorte. Der hat 1261. Der Weizen könnte man verkaufen. Ja, das machen wir auch. Der steigt jetzt noch. Aber fort mit dem Zeug. Wir brauchen jetzt Geld. Da genauso wir dann jetzt gerade Sonnenblume erntet. Der Preis steigt noch. Warten wir ab, bis das Feld abgeerntet ist, dann sehen wir, wo der Preis ist. Aber der Weizen, nein, nicht Weizen, Hafer müsste es sein, der kommt jetzt fort. Den verkaufen wir jetzt. Okay, meine Freunde, das war's schon wieder für die Folge. Ja, wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen. Abonniert doch gerne meinen Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.